So, da sind wir wieder. Ich bin erholt. Ich hoffe, es geht gut. Wie geht's dir? Ja, doch. Alters entsprechend alles bestens. Das klingt gut, ja. Ja, wir wollen gerne erstmal eine Empfehlung loswerden, weil ja alle dem Barbie-Wahn gerade so ein bisschen verfallen sind. Ja. Ich habe den Film gesehen. Ich ganz ehrlich, ich kann es nicht nachvollziehen. Die erste halbe Stunde, yo, rockt, ist cool mit Kulissen. Kulissen übrigens ganz toll tatsächlich, weil hat mich der Filmkritiker drauf gestoßen. Bei Barbie-Häusern, die sind ja ohne Rückwände, ne? Die kannst ja so durchgucken. Okay. Und das macht es ja für ein Filmset wahnsinnig schwer, wenn du keine Begrenzung hast. Ja. Da musst du ja alles so gestalten und du siehst alles, was im Hintergrund ist, siehst du ja alles permanent, was das, glaube ich, sehr schwer macht, das irgendwie in Szene zu setzen und dann zu drehen. Also dafür Respekt, die Kostüme sind der Knaller und die Schauspieler sind der Knaller. Aber dieser Film, was will denn der von mir? Also ich habe es nicht verstanden. Deswegen unser Tipp, gönnt euch das Hörspiel. Genau, das ist wesentlich besser. Hat auch eine ganz andere Handlung, geht auch um was ganz anderes, aber ist gut. Klaus Barbie, genau. Und zwar findet ihr das in der ARD Audiothek im Podcast Dunkle Seelen des WDR. Ist das noch verfügbar und es geht um Klaus Barbie, den Nazi, der von, ach, helf mir auf den Namen, wie hieß die Frau, die den Kiesinger geohrfeigt hat? Die Frau, die Kiesinger geohrfeigt hat. Glasfeld, genau. Ja. Genau, von ihr und ihrem Mann Serge Glasfeld zur Strecke gebracht wurde und vor ein Gericht gestellt wurde, ja, genau. Und da gibt es eben dieses sehr spannende Hörspiel, Doku-Hörspiel-Feature darüber, was Leonard Koppelmann damals inszeniert hat, auch mitgeschrieben mit Peter F. Müller zusammen. Und das Ganze ist auf Silberling beim DAV erschienen, vermutlich nur noch antiquarisch erhältlich, aber wie gesagt, es ist aktuell im Dunkle Seelen-Podcast noch verfügbar in der ARD Audiothek. Gönnt euch das. Ich glaube, da habt ihr mehr davon, als wenn ihr in diesen komischen Film rennt. Das ist die deutlich sinnvollere Zeit. Ja. Bewendung. Was ist das Gegenteil von Verschwendung? Verwendung. Ja, es ist, vor allen Dingen. Und wir haben unsere Pflicht Genüge getan, weil es musste ja jeder Podcast ist ja verpflichtet worden, Barbie zu loben. Und das haben wir hiermit gemacht. Den Film, da geht's halt nicht. Aber wie gesagt, dieses Hörspiel, da funktioniert es ja wenigstens. So. Genau. Damit kommen wir damit zum Werbeblock. Genau. Müssen wir jetzt noch die Bett-1-Matratze und irgendwelche Flocken, die man morgens ins Müsli streut? Nee, das kommt. Weißt du eigentlich, dass ich neulich zum ersten Mal diese Werbung gesehen habe? Ich gucke, wir haben ja kein Fernsehen hier, deswegen gucken wir nie Werbung, deswegen geht das immer bei mir völlig vorbei. Und neulich, wo war das denn? War ich da? Ach so, im Urlaub. Genau, da stand so ein Fernseher. Und dann haben wir Frauenfußball geguckt an einem verregneten Mittag, wo das deutsche Team dann auch rausgeflogen ist. Ganz toll. Mhm. Und da kam auch irgendwie diese Bettenwerbung. Also irgendwie, da habe ich das dann zum ersten Mal so wahrgenommen. Guck, jetzt bist du auch im Game. Genau. Jetzt kann ich endlich mitreden nach Jahren. Ja, endlich. So ich erkläre dir, wenn wir gleich nochmal ein Päuschen machen, dann erkläre ich dir nochmal die Seitenbacher-Werbung und dann. Die kenne ich von früher noch aus dem Radio. Okay. Vorm Krieg damals. Ja. Als und Karglas. Ja, da haben wir neulich drüber geredet, wie krass gut das jinglemäßig alles gemacht ist, weil du alles noch weißt. Mentos Fresh ist uns dann noch eingefallen. Fresh goes better, Mentos Fresh. Das war ja früher, also du hast ja alle noch im Ohr, wenn du Merci-Schokolade kriegst, sofort zwei Töne bist du drin. Ist das Udo Jürgens, ja, ne? Nee, ist es irgendwie. Merci. Ach nee. Haben wir nämlich das gleiche Thema gehabt, Bacardi? Ja, genau, Bacardi war das andere. Und uns dann gedacht haben, boah, krass, wie krass da Alkohol beworben wurde. Ja. Und dann kommt Bacardi sets the mood. Das fand ich so krass, ich darüber nachgedacht habe, ja, man besäuft sich und kommt dadurch in Stimmung. Er ist super, ist 1A, toll. Ach genau, wir haben nämlich eine Doku über Alkoholmissbrauch wie auch immer in Deutschland, aber genauer im Osten. Da gibt es eine, finde ich, interessante MDR. Doku drüber, ja. So, über was wollten wir eigentlich reden? Irgendwie Hörspiele ist unser eigentliches Thema, oder? Ja. Ich glaube, da müssen wir durch. Ja, wir hatten ja im letzten Monat unseren Voraushör ganz regulär zum Monatsende gebracht und müssen jetzt mit ein paar Tagen Delay was nachschieben. Und natürlich, wie das so ist, wenn man früh aufnimmt, passiert noch einiges. Und bis zum heutigen Tage ist noch Bewegung im August. Und ich vermute mal, es wird auch noch weiter Bewegung drin sein. Aber deswegen müssen wir jetzt schon mal
ein erstes August-Update machen und unseren Teil 1 ein bisschen aufpimpen, denn es gibt oder sind zwischen Tursch noch ein paar Hörspiele erschienen, beziehungsweise für den restlichen August angekündigt worden. Unter anderem ging es direkt am 1. August los. Da hat nämlich das Hörspielprojekt ein neues Hörspiel released, und zwar 20 durchnummerierte Minuten von Raphael Drexler. Das ist also am 1. August erschienen. Beim Hörspielprojekt könnt ihr das downloaden. Es ist ein Kurzhörspiel mit 20 Minuten. Wie gesagt, es steht jetzt seit geraumer Zeit zur Verfügung. Und gleich einen Tag später haben sie nachgelegt, und zwar mit dem zweiten Teil von La Buena Bestia. Und der zweite Teil heißt Blutgericht in Nguera. Das ist ein Hörspiel von Nils Grün und auch beim Hörspielprojekt. Und jetzt ist mir gerade noch Kellogg's Frosties eingefallen, verdammt. Ja. Ja, und ich laboriere wie wahrscheinlich wieder an der Hattrick-Werbung, weil ich genau weiß, dass ich da die falsche Melodie im Kopf habe. Egal. Versucht uns Audible ein bisschen zu ärgern und bringt eine neue Folge Fabi Fuchs mit dem Titel Schlangen überall. Ist doch klar, gegen wen das gerichtet ist, oder? Ach so, Schlangen überall, ja. Wo du hinguckst. Mira Sperling und Ellie Hanako haben das Ganze geschrieben, und wie gesagt, bei Audible ist es erschienen, und zwar schon am 4.8. Die Playmos haben auch eine neue Folge raus, die Folge 84, Das seltsame Haus. David Bredel und Florian Fickel haben es geschrieben für Fluff, und am 11.8. ist es erschienen. Dann ein Hörspiel, was wir im Radio eigentlich drin hatten, aber irgendwie ist es aus meiner Liste gefallen. Volkan Teero hat ein neues Hörspiel geschrieben, was am 13.8. erschienen ist, German Paranoia. Also es ist im Radio gelaufen und auch in der ARD-Audiothek bzw. im WDR-Hörspielspeicher auch zum Download verfügbar. Und darin geht es um man nennt es kurz im Schlachtwort, ein Ermutigungshörspiel gegen Rassismus. Es geht nämlich um einen Familienvater, der als Künstler unterwegs ist, einen türkischen Migrationshintergrund hat und mit seiner Familie sich im Freibad verabredet hat. Seine Familie ist vorgefahren und er steht am Eingang und wird nicht reingelassen, weil, ja, man sagt es ihm nicht direkt, aber es ist relativ klar, weil alle Kartoffeln kommen rein, aber er als Migrationshintergrundler muss außen vor der Tür stehen, und das ärgert ihn natürlich gewaltig, und er regt sich auf und seine Frau regt sich noch mehr auf, und ja, es schaukelt sich dann hoch, und sie haben noch eine Tochter, die das Ganze ganz prima relativiert. Das ist wahrscheinlich nicht ganz glaubwürdig, aber die funktioniert als Figur beziehungsweise als Gegenpart ziemlich gut. Das hat mir ziemlich gut gefallen, weil in dieser Familie spielen sich dann halt tatsächlich diese Diskussionen ab, die man dann sonst nur mit irgendwelchen Plattformen oder eben mit einer größeren Freundesschar vielleicht hat. Und das wird da ziemlich gut, die Diskussion abgebildet und zusammengefasst und aufs Kleinste reduziert. Ja, der Familienvater geht dann hin und verfasst in der Nacht noch einen wütenden Facebook-Post über diese Machenschaften und ja, bezeichnet dann die am Eintritt dann auch als Nazis und ja, lehnt sich da auch zum Teil ein bisschen weit aus dem Fenster, und dann kommt, wie es kommen muss, das Schwimmbad, was so ein, das wird so als Hipster-Schwimmbad verkauft, versucht dann eine einstweilige Verfügung, und das ganze Geschehen landet vor dem Kadi. Und es gibt dann auch unter anderem eine befreundete Anwältin, die da mit Rat und Tat zur Seite steht und dort auch gehört wird und da damit auch quasi ja so ein pädagogisches Stück da reinkommt. Was macht man denn eigentlich in einem solchen Fall? Wie wird man denn richtig handeln und wie macht es Sinn zu handeln? Ich fand das A ziemlich gut, weil es die Problematik verdammt gut auf den Punkt bringt, die Diskussion ziemlich gut abbildet. Dann noch diese ganze Juristerei, die man mit dranhängt und die auch mitunter ermüdet und kräftezehrend ist, ziemlich gut abbildet, und auch das, was mit dieser Familie da dann dadurch passiert. Und eben diese Anwältin, die halt das Ganze nochmal ja so auf eine sachliche Ebene zieht und ja nochmal erklärt, was man halt machen kann. Und das fand ich schon ziemlich gelungen. Es ist ein Thema, was jetzt beim WDR nicht ganz fremd ist. Also man hat ja in den letzten Jahren aus gutem Grund viele Hörspiele von Migranten über migrantische Situationen, über Rassismus im Programm. Es ist ja keine Seltenheit, zum Glück. Und es ist ja auch, wie man an der gesellschaftspolitischen Realität sieht, ein durchaus wichtiges Thema und ein Thema, wo man gar nicht oft genug den Finger in die Wunde legen kann. Und hier gelingt das wirklich sehr positiv, auch wenn es ein bitteres Erleben ist. Aber was man damit macht und wie man das als Aufhänger nutzt, um halt eben ja zu erklären und aufzuklären, und das Ganze noch mit sehr viel Witz noch verpackt, fand ich ziemlich gut, sehr gelungen und würde euch dringend empfehlen, hier mal einzuschalten. Das wird gemacht umgehend. Ja, das klingt gut.
Ja, dann ging es noch weiter. Am 13.8. ist auch was Neues erschienen, nämlich Avis Vestiga in Mare Tranquillitatis von Arsenije Jovanovic, eine Produktion des ORF. Ja, und ein neues Hörspiel wird es bei SWR 4 geben, und zwar auch am 13.8. Ums Eck heißt das Ganze, ist vermutlich, ich gehe mal stark davon aus, von Hugo Rentler, weil es gibt nämlich ein Hörspiel Um der Eck von Hugo Rentler, was im Plattdeutschen erschienen ist. Und da gibt es ja immer mal gerne Doppelungen bei Hugo Rentler, dass der sowohl Stücke beim NDR oder RB einreicht und dort vertonen lässt, als auch beim SWR. Und vermutlich ist es der gleiche Stoff. Und das Ganze ist, wie gesagt, ab 13.8. im Radio und auch zum Download verfügbar. Dann gibt's endlich mal wieder ein neues Abenteuer von Andi Maisfeld. Ach nein. Aber fast. Ein Ameisenhörspiel für Kinder. Und zwar von Silke Wolfrum im BR ab dem 15.8. zu hören. Eierraub in Ameisen City heißt das Ganze. Ja, sind wir noch gespannt. Hermann Media hat noch was Neues angekündigt, und zwar eine neue Folge Neue Welten, die Nummer 10 Sternenkind. Die wird am 18.8.23 erscheinen. Ja, dann gibt es ein Nachfolgehörspiel für das originelle Hörspiel 113. Das war das mit den Textnachrichten. Hieß das einfach nur 113? Ich glaube ja. Ja, und quasi der offizielle, inoffizielle Nachfolger erscheint im Wolfie Office, und zwar am 25.8. 114 Etagen heißt das Ganze, von Kim Jens Witzenleitner natürlich, Thomas Plum und Henrike Tönjes. Ja, und es wird das Ganze auch als Deluxe-Version geben mit 143 Minuten Spielzeit. Das reguläre Hörspiel hat nur 55 Minuten. Es gibt auch bei Imaga noch was Neues, und zwar die 8. Folge von Der Vampir wird erscheinen. Am 18.8. ist es soweit, und die Folge heißt Die Wahrheit über Vampire. Und bei H2O, was ist H2O? Ein neues Hörspiel? Ich weiß, was es ist, aber du meinst wahrscheinlich als Hörspielspiel, sagt es nichts. Gibt es ein Hörspiel, das heißt Zauberer Schnitzel im Reisefieber? Das klingt nicht gut. Ich habe Angst. Ach, wird schon. Ja, dann eine Verschiebung. Dreamland Grusel 59 sollte ursprünglich vorab auf CD erscheinen, schon im Juli. Das wird jetzt erst am 25.8. der Fall sein. Verführung des Bösen kommt dann bei pop.de exklusiv auf CD. Also wenn ihr noch Freunde des Silberlings seid, könnt ihr leider dann erst zugreifen. Dann wird es auch eine neue Folge von Erwischt geben. Zu denen auch später nochmal mehr. Zeitreise ins Verbrechen, Folge 13. Zheng Jizao, die Piraten Königin bei Leonine natürlich. Ja, nochmal Hermann Media. Auch da kommt was Neues von Daniel Call, und zwar Risse Folge 1. Verdacht heißt das Ganze und ist eine neue Reihe, Serie vermutlich, wenn man so den Klappentext überfliegt. Ich bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Tja, damit haben wir den August abgedatet. Und fürs Erste, wahrscheinlich müssen wir später nochmal. Wie immer. Ja. Und wir können uns in den Rückhör begeben, und ich bin Bass gespannt. Das kann man gerade nochmal gesehen. Ja. Du hast dich wirklich auch, du bist echt tapfer, was die Akte-Witz-Reihe anbelangt. Naja gut, mein dritter Fall, oder? Du ziehst das voll durch, das ist hier. Ja, voll durch, das ist die Nummer 7 und ich habe frei gehört. Du hörst die Peitsche und gehst in den Keller und ziehst die Akte-Witz rein. Nein, es war tatsächlich so, dass ich das in meiner Playliste auf irgendein Hörspiel gefolgt wurde, was ich gehört habe. Und ich dann den Anfang gehört habe und komm, jetzt lass mal laufen, hörst noch mal rein. Fand den Anfang dann doch nicht so unkomisch tatsächlich, denn es hat ein paar schöne Anlegungen an ein sehr beliebtes Drei-Fragezeichen-Hörspiel, nämlich die bedrohte Ranch. Allerdings spielt es nicht im Westen der USA, sondern in den Alpenländle, in einer Almhütte in den Bergen. Dort ist nämlich ein Verwandter der Protagonisten, und der hat eine Begegnung gehabt. Ihm wurde nämlich offenbart von Außerirdischen, dass die jetzt in Bälde dort landen, und er eingeladen ist, sie zu begleiten und von der Erde zu fliehen. Ja, das riecht ja schon quasi nach bedrohter Ranch, und da gibt es auch schöne, viele Querverweise, die auch sehr lustig sind, und dieser trockene Humor, den diese Serie hat, der nicht immer so
ganz im Timing ist. Aber ich muss sagen, im Vergleich zur ersten Folge, ich glaube, das war ja auch schon bei der dritten oder ich weiß nicht, welche ich gehört habe, die Nummer weiß ich jetzt nicht mehr, also die zweite, dritte, vierte, irgendeine von denen, war es ja schon deutlich besser, dass das Timing viel mehr gestimmt hat, weil man viel besser die Dialoge zusammengeschnitten hat und das Xen war halt ein bisschen mehr auf den Punkt und es funktionierte schon deutlich besser und hier ist es auch wesentlich besser als in der ursprünglich ersten Folge, die ja auch, glaube ich, noch mal in einer überarbeiteten Version dann später erschienen ist, wo man dann so ein bisschen das Ganze rauskristallisiert hat. Es bleibt aber dann nicht bei dieser Alien-Story, denn das Cover verrät es schon, es geht dann nochmal eine Runde weiter in ein Schloss und es wird tatsächlich sehr abstrus und das dürfte auch vom Humor vielleicht nicht jedem gefallen. Und aber ich finde schon, dass es ziemlich gut satirisch dieses Genre des Groschengrusels aufgreift und da so ein paar schöne Spitzen hinterlässt. Wie gesagt, es hätte für mich noch ein Groschen mehr sein dürfen, aber ich kann nicht sagen, dass mich das Ding nicht unterhalten hätte. Und ich fand es auch von der Inszenierung deutlich besser mittlerweile. Und wie gesagt, es ist besser geschnitten, es ist besser in den Dialogen und ja, nicht jeder Witz zündet, also am Skript, da dürfte gerne auch nochmal ein zweiter mit drüber gucken. Aber insgesamt geht der Daumen hoch, beziehungsweise die Entwicklung geht schon in die richtige Richtung und ich kann nur hoffen, dass man da auf dem Weg weitergeht. Und dann wird das wahrscheinlich noch eine ganz nette Serie. Na, gucke mal an. Ja. Nicht schlecht. So, Ohren angeschnallt, es kommt ein Kracherer. Okay. Ein absoluter Kracherer. Das Hörspiel, das für mich, also beim Hörerlebnis, beim ersten Hören, zum witzigsten gehört, das ich jemals gehört habe. Also da sind 2, 3 Szenen drin, bei denen ich, also hätte ich nicht parallel aufgepasst, hätte ich einen Unfall gebaut. Okay. Ich habe das im Auto gehört, auf der Fahrt nach Bayern oder zurück war es, glaube ich. Saß mit meiner Frau im Auto und habe dieses Ding angehört. Und also es gibt vor allem eine Szene, wo ich mich geschüttelt habe vor Lachen, weil ich konnte nicht mehr und habe fast eingepullert vor Lachen. Musste parallel aber auch auf den Verkehr aufpassen. Das war sehr schwer. Vielen Dank, Caro ermittelt. Fall 3, böser Wolf am Telefon von Caroline Labusch. Die RBB-Produktion. Der dritte Fall für Caro. Hernach habe ich natürlich die anderen beiden auch gehört, die völlig unterschiedlich sind. Das ist total spannend. Also ganz tolle Reihe. Okay. Ich wollte nämlich gerade fragen, hast du die anderen auch gehört? Also ich kann mich jetzt im Detail nicht mehr dran erinnern, aber so, dass ich restlos begeistert davon war, das hatte ich nicht im Ohr. Nee, aber hör dir, also wenn du es noch nicht gehört hast, hör dir den dritten an. Das sind Szenen drin, das ist zum Schreien komisch, wirklich. Also okay. Was die Caroline Labusch da abzieht, das ist absolut unfassbar. Es ist ja immer bei ihr so, ihr läuft irgendwas über den Weg. Also im ersten Fall war es, glaube ich, auch Online-Betrug. Im zweiten Fall ganz was Besonderes, weil er ihr Onkel gestorben ist und das so ein ganz verrückter Künstler war, der aber die Familie betrogen hat und auch noch andere Leute über den Tisch ziehen wollte, um an Geld zu kommen und seinen Status aufrechtzuerhalten. Auch ein ganz spannender Fall, fand ich. Aber ganz merkwürdig und anders. Und hier haben wir es mit einem ganz klassischen Fall von Online-Betrug zu tun. Caros Handynummer gerät durch ein Datenleck eben in so eine Heavy Rotation bei unliebsamen Gestalten, die da Kapital draus schlagen wollen. Und bei ihr bimmelt das Telefon und zwar permanent. Und da sind Leute dran, die ihr lukrative Geschäfte versprechen. Mit minimalem Aufwand kommt man an ein größeres, also wirklich ohne großen Selbstaufwand an ein größeres Vermögen ran. Man muss eben nur ein paar Daten preisgeben. Ja, kennt man, okay, ja. Aber Caro nimmt das natürlich zum Anlass und versucht diesen Betrügern möglichst viel Futter zu geben und hat da einen cleveren Trick. Und zwar behauptet sie, dass ihr Name da falsch geschrieben wurde und so verschafft sie sich quasi eine andere Identität. Und geht halt auf 1, 2 Angebote ein und vor allem einer beißt da richtig deutlich an und das ist der Anton Wolf. Anton Wolf, der sie immer anruft mit einem, ich würde es jetzt mal arabisch nennen, ich weiß es nicht, das ist auch nicht sehr stringent gehalten, das Ganze, mit so einem Slang, so einem Unterton und so einer gewissen Schnodderigkeit.
aber trotzdem immer wieder sympathisch halt versucht, an der Stange zu halten. Ja, was die Caro sich dann einfallen lässt, das ist aber witzig. Und zwar spinnt sie sich quasi da eine Geschichte aus, dass sie, also ich versuche nicht allzu viel zu verraten, aber so ein bisschen zumindest. Also sie erfindet für sich so eine Figur, dass sie in einem herrschaftlichen Haus eine Haushälterin ist und dass die Ehefrau dieses reichen Mannes so ein bisschen in Geldschwierigkeiten steckt und dass deshalb diese beiden gegen diesen Ehemann ein Komplott spinnen und da versuchen sie halt den Anton Wolf so ein bisschen mit reinzuziehen und der macht da halt so nach und nach so ein bisschen Widerwillen mit. Dann hat die Caro ja noch einen an der Hand, der ihr eine Seite programmiert, die original aussieht, als ob das eine Bankseite wäre. Und sie versucht halt letztlich diesen Anton Wolf dazu zu bringen, eine Kontonummer oder sowas preiszugeben, wodurch man ihm dann auch nachstellen kann, also den Spieß quasi umzudrehen. Aber was sie sich da für Szenen am Telefon, die wir dann hören, einfallen lässt, das ist himmelschreiend, wirklich. Also es, wie gesagt, es gibt eine Szene, die spielt in einem Krankenhaus und sie verpasst diesem Arzt. Da überlegen sie vorher gemeinsam, ja, wie könnte man diesen Arzt jetzt nennen? Ja, es soll schon irgendwie albern sein, und aber auf was für einen Namen, ich verrate es nicht, auf was für einen Namen sie dann kommen. Und sie spannt dann halt noch eine Figur mit ein und die machen da quasi so ein Live-Hörspiel draus für den Anton Wolf am Telefon. Und das ist so scheißenlustig. Wie gesagt, ich bin mehrfach zusammengebrochen vor Lachen. So, aber dabei bleibt's nicht. Denn ich glaube, es ist nicht zu viel verraten. Ich meine, wenn man liest, um was es in den Folgen geht, dann errät man es auch. Der Anton Wolf riecht irgendwann mal Lunte und springt ab, aber dafür hat es den anderen an der Angel dann, den André Getty. Und der André Getty springt voll auf, ist vom Typ her ganz anders und sagt hier, ja, der Anton Wolf, das war ein Betrüger, und versucht sie dann zu cashen und sie stellt ihm eine Falle und er tappt rein. So, damit haben wir ein Verbrechen mit Beweisen letztlich. Die Frage ist, was macht man jetzt damit? Und darum geht's dann in der hammermäßig guten letzten Folge. Und zwar kriegt das Ding noch so einen ganz tollen Dreh, dadurch, dass sie sich dann am Ende mit Anke Stein, das ist die Direktorin der JVA Tegel, einem Soziologen und einem Späti-Verkäufer unterhält. Also die vier, es sind noch ein paar mehr dabei, sitzen dann zusammen und diskutieren drüber, ob man dem jetzt an die Kandare fährt oder ob es quasi im Sinne der Resozialisation, so heißt es, ne? Ja. Vielleicht es besser wäre, irgendwie ihm irgendwie einen Weg zu zeigen, dass er irgendwie davon ablässt, weiterhin Leute zu betrügen. Also das ist so eine ganz tolle Diskussion bei diesen Schnittstellen zwischen was rechtlich möglich ist, was aus der knallharten Knastrealität sinnvoll wäre und was halt emotional, also vor allem von dem Späti-Verkäufer, der halt da auch viele Biografien kennt, was möglich wäre, um die Situation für diesen Mann zu verändern. Und die Diskussion, das fand ich so gnadenlos gut. Ich bin restlos begeistert von dem Ding. Ich fand das so dermaßen gut. Also das ist saulustig. Das ist clever, wie das ausgesponnen ist. Dann dieses, ich mag dieses Format unglaublich gerne. Das ist ja nicht wirklich so ein Hörspiel. Das ist ja eher ein Podcast, bei dem aber sehr viele Hörspielelemente drin sind. Deswegen, ja, testet das mal an, ob das was für euch ist. Bitte tut dies. Also ihr werdet also durch aberwitzige Szenen auch belohnt, wirklich, die scheißenlustig sind. Man lernt immer noch so ein bisschen was dazu, wie Verbrecher so vorgehen. Das ist auch ganz interessant. Also das hat so viele Facetten und dann noch diesen gnadenlos guten Schluss obendrauf als Sahnehäubchen. Ja, was soll ich sagen? Ganz toll. Ja, da höre ich doch heute Abend gleich rein. Machtet. Ich habe das schon die ganze Zeit, schiebe ich schon vor mir her, aber jetzt muss sein. Ja, hol dir eine Windel. Okay. Es ist wirklich... In meinem Alter ist das ja eh Standard. Das ist unfassbar. Okay. Und wie gesagt, hört dieses Ding bitte nicht beim Autofahren. Hier diese Warnung von Imaga, die da immer kommt. Wird der gerechtfertigt, ja. Hier ist es sowas von gerechtfertigt, ja. Okay. Ja, gut. Da freue ich mich drauf. Sehr schön.
Ja, so, ich habe dann dafür was anderes gehört, weil es kürzer war. Habe ich gedacht, ich höre mal Danger, Folge 24, Abismo von Dennis Henriks. Ist bei Maritim erschienen Ende Juli. Und ja, darin geht es um Isabella, die ist schwanger und möchte mit ihrem Freund Eduardo und ihrer besten Freundin Lorena, die zudem auch noch ihren Bruder, den die beiden anderen noch nicht kennen, namens Alves mitbringt, und die wollen gemeinsam Urlaub in Mexiko, wo alle her sind, aber in einer speziellen Gegend verbringen. Und ja, sie wollen sich ja an einer Klippe in einer Bucht ein bisschen den Nachmittag vertreiben. Bei diesem Geplansche und Geplänkel passiert dann etwas. Es stürzt nämlich eine Frau von der Klippe hinab und zerschlägt quasi ihr Boot. Und die Frau ist tot, natürlich. Man weiß jetzt aber nicht, war sie jetzt schon tot oder hat sie Selbstmord begangen oder wurde sie von da oben runtergeschmissen? Also das kann man nicht mehr nachvollziehen. Ja, jedenfalls haben sie jetzt auch noch das Problem, ihr Boot ist kaputt und sie müssen jetzt irgendwie zurück und müssen dann, weil sie halt nicht über den Weg übers Meer zurück können, ja, sich quer durch den Dschungel schlagen und entdecken dort dann auch einige alte Maya-Ruinen. Und da... ja, geht es dann los mit dem gar Schrecklichen, was man in einer Reihe wie Danger eben auch erwartet. Denn sie werden in eine finstere Welt hinabgezogen und man kann sich denken, wenn da vier Leute am Anfang da sind, am Schluss sind es vielleicht nicht mehr vier Leute. Ohne viel zu spoilern, aber kann man sich ja wahrscheinlich denken. Dann sind es fünf. Ja, genau. Es kommt dann einer dazu, die Frau wird wieder wach, die da, nein. Es ist dann wirklich spannend und gut erzählt. Tatsächlich hat mir da richtig gut gefallen. Das Ende ist jetzt so für meine Begriffe, ja, ich will jetzt nichts verraten, wie es am Ende ausgeht, aber ja, das ist okay. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen stört. Aber es ist zumindest konsequent in dieser A, in dieser Erzählung und B, auch in dieser Reihe keine Seltenheit. Und von daher, ja, geht in Ordnung. Und ja, es sorgt für eine knappe Stunde gute Hörspielunterhaltung. Ist nicht überbordend originell, aber das, was das Hörspiel erreichen will, erreicht man auch. Und von daher würde ich schon sagen, das könnt ihr euch durchaus gönnen, ohne dass euch die Ohren abfallen. Ja. Prädikat kann man hören, ohne dass euch die Ohren abfallen. Ja, es ist ja bei so ich weiß, was du meinst. Diesen einfachen Gruseln ist es ja manchmal so, dass man dann denkt, oh Gott, warum habe ich das denn jetzt gehört? Ist ja. Da haben wir auch ein paar Kandidaten, ja. Ja, und also von daher, das ist dann schon ein Kandidat, wo es einem nicht leid tut, dass man da jetzt eine Stunde investiert. Das ist doch schön. Ja, ähnlich ist das bei Der Vampir von Imaga. Kurz zu Imaga, hast du Kaptor gehört zu Ende? Ja, stimmt. Und wollte ich eigentlich erwähnt haben. Wo wir schon jetzt dabei sind bei Imaga? Ich hatte ja schon Befürchtungen, als du sagtest, dass das Ende ist merkwürdig, hatte ich da ja schon ganz andere Situationen. Also als dann anfing, dass man merkte, ja, da ist ja irgendwie was nicht ganz koscher. Das, wie es dann gelöst wird, fand ich aber dann tatsächlich richtig gut. Ja, ne? Muss ich sagen. Also ich habe ja an was ganz anderes gedacht, das viel profaner ist, was dabei rauskommt. Und da hätte mich dann die Diskrepanz gewundert. Aber so, wie man es gelöst hat, ist es tatsächlich sehr gut und sehr lustig. Ja, ne? Ja, ich finde es auch gut, ja. Der Vampir ist auch weitergegangen, wo wir schon bei Kaptor sind. Mit Dunkle Bande, das ist die Folge 7 von natürlich Oliver Döring, bei Imaga erschienen. Das ist quasi der nächste Halbstünder, wo es natürlich wieder um die große Verschwörung rund um den Vampir Arnaud geht, der zurückgekehrt ist, aus dem Reiche der Toten zurückgeholt wurde von seinen Getreuen. Ja, wer bislang da noch nicht so reingehört hat, der sollte mal lieber weghören, mal kurz. Ich bin schon weg. Und ja, er plant ja einiges und so ein paar Dinge sind noch so doch sehr im Verborgenen. Also zum Beispiel, was er mit der Erweckung seiner Feindin da bezweckt, das ist doch noch sehr im Dunkeln. Er hat, deutet zwar da einiges an, das ist aber doch, also was glaube ich in Zukunft spannend werden wird. Also jetzt hier im Hier und Jetzt hat er den Plan, ja, sich in die Londoner Unterwelt quasi sich die vorzunehmen. Und das schafft er über, ja, die Figur, die Santiago Ziesmer ganz großartig, finde ich, spielt. Na, diesen in Tüdelchen Kleinkriminellen, das ist ein Zuhälter. Ja, den missbraucht er letztlich, um eben an einen größeren Fisch dran zu kommen. Und also
allein die Szene ist schon ziemlich groß, fand ich. Das macht Santiago Ziesmer auch ziemlich gut, finde ich. Ganz spannend, wie er diesem großen Verbrecher da die Stirn bietet und sich quasi parallel ins Hemd macht. Das ist sehr interessant. Ja, aber was ist der Plan dabei? Das ist jetzt die Frage, was er mit der Unterwelt da vorhat. Das ist aber nicht das Einzige, was in dieser Folge passiert. Nein, natürlich schauen wir auch in Tüttelchen auf die andere Seite, auf die Polizei. Militia versucht, diese Verbrecherbande auf die Spur zu kommen, ohne jetzt noch genau zu wissen, was da jetzt dahinter ist, und hat tatsächlich eine Spur und folgt dieser und kommt dadurch der Gruppe um Arnaud und ihm selber auch tatsächlich näher, aber nicht ahnend, dass er damit rechnet und mit ihr da etwas vorhat. Auch da bleibt man noch deutlich im Dunkeln und weiß noch nicht so genau, auch mit dem Mädchen, das mit diesen verschiedenen Persönlichkeiten, das man auch noch nicht so ganz einsortieren kann, das ja auch eine Verbindung zu dieser Verbrecherbande hat. Also alles noch sehr shady, aber durchaus spannend tatsächlich. Werden wir sehen, was der Arnaud da vorhat. Auf jeden Fall finde ich sehr spannend, dass da so eine eben nicht so eine klassische Vampirfigur erschaffen wurde, die zwar einiges von diesem klassischen Vampir hat, aber doch schon ja ganz andere Töne anschlägt. Also allein zum Beispiel finde ich sehr spannend und sehr gelungen, wie mit Leuten umgegangen wird, die einen Fehler zum Beispiel gemacht haben. So bei, ja, bei so klassischen Vampiren denkt man, ja, der schlägt ihm jetzt den Kopf ab oder so. Nee, da wird halt darauf hingewiesen, dass das ein Fehler war und dass man dann erwartet, also so managerhaft fast schon. Und das ist sehr spannend, aber gleichzeitig, ja, halt diese immense Macht ausstrahlt, was auch stimmlich tatsächlich, finde ich, ziemlich gut rüberkommt, wie das Ding überhaupt hervorragend besetzt ist. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Kann aber tatsächlich auch immer, auch bei Folge 7 angekommen, immer noch nicht so genau sagen, in welche Richtung das weitergeht. Aber ja, ich bin dran, auf jeden Fall. Ihr hört's ja. Das klingt doch gut. Ja, aber es kommt ja auch schon bald Folge 8. Ja, ja, die kommen immer schnell hintereinander dann, ja. Du darfst direkt weitermachen. Ja, die drei Senioren sind zurück mit Folge 17, das Albtraumschiff von Erik Alproth. Ja, man gönnt sich eine Doppelfolge. Da habe ich schon so ein bisschen gezuckt. Da dachte, na, muss das sein? Gerade die drei Senioren leben doch, finde ich, davon, dass das immer so knackige Fälle sind. Und ja, hier hat's für mich auch ein bisschen die Spielzeit tatsächlich gekillt. Gekillt ist gut. Es geht tatsächlich um jemanden, der sein Unwesen treibt auf einem Kreuzfahrtschiff. Naja, das liegt ja auf der Hand, ne? Drei Senioren auf einem Kreuzfahrtschiff. Und ja, sie sind da aber nicht zum Spaß, was Cameron bedauert. Also sie genießt das doch in deutlichen Zügen, da an Bord zu sein und diese Vorzüge eines Kreuzfahrtschiffs ja zu genießen in Form von Drinks und Konsorten. Ja, aber nee, sie haben da wirklich einen Auftrag und es geschehen da nämlich seltsame Dinge auf diesem Schiff und das soll eben möglichst auf kleiner Flamme gehalten werden. Und obendrein gibt es da noch eine Geschichte, dass eine Frau von Bord gekommen ist. Also die ist gesprungen oder gefallen und nicht mehr aufgetaucht. Also die wird nicht mehr. Und ja, ist die Frage, ist ein begrenzter Fall, hat natürlich wahrscheinlich irgendwas miteinander zu tun, das alles. Ja, und dann nimmt halt die Geschichte auch wieder so humoristische Züge an, was mir eigentlich immer ganz gut gefällt. In der Folge auch, das sind die positiven Aspekte, und zwar ist eine schöne Idee, gibt es da an Bord einen Zauberer und die Assistentin dieses Zauberers, ja, der geschieht ein Unglück, und zwar ist das bei so einer Messernummer, sie ist in einem Kasten und da werden quasi Messer reingesteckt oder so Dolche oder irgendwie sowas, und genau bei sowas verletzt sie sich und ja, ist halt die Frage, weil da was ausgetauscht wurde, ist das jetzt ein Mordanschlag? Und auch das spielt natürlich in die Überlegung mit rein, ob das nicht doch alles zusammenhängt irgendwie. Ja, aber also die Assistentin ist dann quasi außer Gefecht und da bietet sich dann Doreen an, einzuspringen mit so einem Glitzerfummel und ja, die zwei üben dann und sie ist dann quasi die Assistentin. Aber ob es dann wirklich zu dem Auftritt kommt, na, das müsst ihr selber hören. Die Folge nimmt dann allerdings tatsächlich, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass sie ein bisschen zu lang ist, finde ich, merkwürdige Züge an. Da gibt es dann Szenen, die emotional, finde ich, überhaupt nicht mehr passen. Also die Geschichte um diesen Arzt und die Frau, um die es dann noch geht. Ich versuche nicht zu viel zu verraten. Also wie da die emotionale Lage zwischen den beiden
hin und her schwankt und wie schnell da teilweise die Emotionalitäten wechseln, das fand ich doch nicht wirklich glaubhaft. Und obendrein dann die Figur der Cameron, die finde ich auch hier sehr überdreht agiert und auch nicht so richtig reinpasst. Und das hat mir nicht so geschmeckt, muss ich sagen. Also vor allem im Vergleich zu den wirklich guten Folgen, die es in der ersten Staffel gab. Oder sind wir schon in der dritten Staffel jetzt? Das ist eine gute Frage. Meinst du, es ist die dritte? Ja, stimmt, irgendwas. Weil die zweite Staffel ging mit dieser Rückblicksfolge los. Also wo sie wieder Junior-Detektive waren. Ja, dann sind wir eigentlich schon in der dritten, würde ich sagen. Also nicht so wild. Aber also auf jeden Fall, es gab in der Vergangenheit, finde ich, deutlich bessere Folgen. Also gerade, glaube ich, mit der langen Spielzeit hat man sich keinen Gefallen getan. Dann der Fall selber, weiß ich nicht, konstruiert. Und wie gesagt, mit den Emotionalitäten bin ich nicht klargekommen. Und dann Cameron obendrein, die mir da auch viel zu überdreht war. Also die Folge hat mir leider nicht so geschmeckt, muss ich sagen. Leider. Okay, ja, gut. Ja. Kann ja mal passieren. Ja. Es ist, wie es ist. Apropos, hat mir nicht so gefallen. Ja. Wie viele Staffel ist das jetzt eigentlich? 3 Fragezeichen? 12. Keine Ahnung. Ah, das war ja nie wirklich so ein... Nein. Ne, also, aber Pausen hatten die bestimmt auch, oder? Ja, die hatten ja auch so gewisse Äras. Da gab es ja mal diese, wie hieß es, Crimebusters und ja. Dann die Deutsche Ära mit der Henkel Weithofer, wie hieß sie so? Ich habe beides nicht. Johanna Henkel Weithofer, irgendwie sowas. Ja, und dann kam ja dann André Marx und ab da ging es ja dann seither ist ja eigentlich, glaube ich, geht's durch. Oder gab es da auch nochmal einen Bruch mittendrin? Nee, es gab halt den einen großen mit dem Rechtsstreit. Ja, ja, okay. Aber da war ja, waren da die Bücher, die Bücher waren ja auch davon betroffen. Na, bei den Büchern ist es, glaube ich, weitergelaufen. Da hat man dann danach irgendwie die Fälle, glaube ich, aufgeholt, wenn ich mich recht entsinne. Weil ich noch weiß, dass es dann irgendwann mal so weit war, dass man gesagt hat, okay, jetzt sind wir wieder auf der Spur quasi. Das sind, glaube ich, auch mehr Fälle dann da auch rausgekommen. Wurscht. Also der aktuelle Fall ist von Marco Sonnleitner, also das Buch, die 3 Fragezeichen 223 und der Knochenmann. Das hätte eine gute Folge werden können. Und zwar hat die sowas Schönes, Abgegrenztes eigentlich. Und zwar geht es um das Camelot Theater. Und in diesem Theater arbeitet Bob als Praktikant, irgendeine Form von Praktikant auf jeden Fall. Das ist ganz interessant, denn da wurde von dem Besitzer oder von der Leitung des Theaters ein Preisgeld ausgelobt, weil das Theater eben Geburtstag feiert. Da wurde quasi so eine Art Rätseljagd, Schnitzeljagd, was auch immer, inszeniert. Und das ist doch eigentlich optimal, ne? Man hat diesen abgeschlossenen Ort eines Theaters, man hat ein Rätsel, das müsste doch eigentlich was werden, aber es wird nichts. Es wird einfach nichts. Es kommt dann noch dazu, dass noch eine Frau verschwunden ist aus dieser Bühnencrew. Und die 3 Fragezeichen werden eben durch Bob in diesen Fall involviert und nehmen diesen Fall an. Und es ist, wie gesagt, sind halt 2 Fronten, sage ich jetzt mal. Einmal ist da dieses Rätsel, das natürlich den 3 Fragezeichen ordentlich Futter gibt. Und zum Zweiten haben wir da eben noch diese verschwundene Person. Und obendrein haben wir dann noch ein Problem mit Erdbeben. Ja, Erdbeben muss auch noch obendrein sein, genau. Wobei ich das ziemlich gut fand, die Idee mit dem Erdbeben. Findest du? Kommt bei 3 Fragezeichen eigentlich zu selten vor. Erdbeben, ja. Ja, es rüttelt mal so ein bisschen auf. Aber das Problem ist halt, dass der Fall drumherum, das ist, da hat ja auch keine Verbindung miteinander. Also nee, das ist halt Marco Sonnleitner, oder? Der das hat so, aber auch so, schon... Es wird alles mal reingeschmissen. Und der hat aber auch schon interessantere Ideen gehabt. Also hier, wie gesagt, wäre eigentlich optimal abgeschlossenes Theater, ein Rätsel, das reicht doch, da kann man noch was draus basteln. Nein, dann muss man die 3 Fragezeichen da auch noch auf die Spur von dieser Frau schicken, in der Gegend rumschicken. Und mein Lieblingsbeispiel ist dann, als die 3 Fragezeichen sich aufsplitten, Bob im Theater nach etwas sucht, weil nämlich während des Erdbebens eine Frau aus diesem Theater ganz aufgelöst dann kam und irgendwas erzählt hat, dass sie irgendwas gehört hat im Keller, im Heizungskeller. Bob geht in diesen Heizungskeller runter, aber nein, das erfahren wir nicht als Hörspiel. Nein, die Hörspielszene ist dann, während parallel Bob und Peter irgendwo rumlaufen und irgendwo an einem Felsen irgendwas finden, was da jemand reingeritzt hat, was übrigens überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Also da habe ich mich
dann gefragt, ach, das heißt das und das. Ja, klar, deswegen hat die das rein, zwei Buchstaben rein. Also, da habe ich gedacht, also bitte, mich verarschen. Ja, da hätte man sich auch ein bisschen was anderes überlegen können, oder? Also, unmöglich. Auf jeden Fall, also wirklich bezeichnend ist, dass diese Szene wird verhörspielt und dann kommen sie danach wieder zusammen und Bob erzählt, was er im Heizungskeller erlebt hat und was er da alles gehört hat. Ich sag, ja, sag gut, mal. Das ist ja das Problem der Bearbeitung, oder? Was man an Szenen auswählt, weil im Buch ist es ja bestimmt drin. Warum verhörspielt ihr das nicht und lasst den anderen Part erzählen? Das ergibt doch keinen Sinn. Das ist doch ein Hörspiel, da muss man auf die Stärken des Hörspiels setzen. Da hat man dann diese Geräusche, was weiß ich, hier von dieser Hyäne, dass er auch, ach ja, stimmt, eine Hyäne kommt auch noch. Die Hyäne, genau, die hat man noch gar nicht. Oh Leute, es ist zu viel Gewese, dampft das Ding runter, streicht diesen ganzen Klumpatsch raus, der da, finde ich, die Story stört und beschränkt euch irgendwie auf das Rätsel. Das hätte also hätte man das gehabt, wirklich im Theater belassen mit dem... Ja. Mit dem Schauspieler und ja, dem, was da dahinter steckt. Und ich glaube, das hätte vollkommen gereicht. Und so hat man 83 Minuten, mal zwei Folgen eigentlich, die wirklich, wo man eine Folge wegstreicht, dann könnte es was werden. Aber so, nee, also tut mir leid, das fand ich nicht gut. Ja, ich weiß nicht, wie das, ob das vielleicht im Buch dann eher trägt oder so, oder ob das dann, Also ich glaube tatsächlich, aus dieser Folge hätte H.G. Francis eine ziemlich gute Folge machen können. Da musste ich auch öfter dran denken, tatsächlich. Also ich glaube auch, wenn man das Ganze auf, wie gesagt, auf diese Theaterproblematik runtergebrochen hätte und hätte das in 50 Minuten erzählt, ich glaube, das wäre eine richtig interessante und gute Folge geworden. So ist es total verwässert und ich glaube, so am Schluss weiß auch keiner mehr so richtig, wie das alles zusammenhängt, oder? Nee. Das ist wurscht. Ja, es ist wirklich wurscht, weil es passiert ja auch dann nichts damit. Ja, genau. Ja. Das hat ja keiner am Schluss dann auch wieder nur erzählt, was dann am Schluss passiert ist. Ja, ja, also, und dann hat man auch so einen Knaller-Gag am Schluss. Ja, der Gag war wirklich... Ist das so eine Referenz auf den Wasserball damals bei Justus? Bei Gefahrenverzug war das doch... Das kann sein, aber es ist... Nee. Ja, ich habe mich irgendwie... Ich habe mal gefragt, wann kommt denn dieser Knochenmann? Dafür. Wann kommt denn dieser Knochenmann? Gesagt, hä? Der kam ja dann. Ja, er kam dann, ja. Ja. Spät, aber ja. 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 Also reißt euch zusammen beim Bearbeiten. Ich glaube, also hier, glaube ich, steht und fällt mit der Bearbeitung. Also wenn man da gesagt hätte, mal ganz mutig allen Klumpatsch raus, dann wäre das vielleicht was geworden. Ja, aber so, auf die Stärken setzen. Also, ja. Ja, so hat man den Eindruck. Also das ist das Blöde jetzt. Man denkt eigentlich eine langweilige, ätzende Folge, aber man denkt, ja, das Potenzial war aber da. Das ist halt so ärgerlich. Man denkt, ja, wenn man das ein oder andere rausgelassen hätte und das stringenter erzählt hätte, dann wäre das eine richtig gute Folge geworden. Und so hat man es total verwässert und sich quasi selber ein Bein gestellt dabei. Schade. Finde ich auch, ja. Naja, kommen wir zu was anderem. Zur schwarzen Serie. Da gab's die Folge 23, Der Ritt zu den Toten von Yves Holland. Wer ist Yves Holland? Ist, glaube ich, tatsächlich ein Autor. Also es ist jetzt kein Pseudonym, meine ich zumindest. Fantasy-Roman. Hat anscheinend auch Fantasy-Romane geschrieben. Wenn er das ist. Ja, auf jeden Fall hat er die Vorlage für eine weitere Folge der schwarzen Serie geliefert. Der Ritt zu den Toten spielt in einer vergangenen Zeit, in der Zeit des englischen Kolonialismus. Und zwar treffen sich so ein bisschen betuchtere Leute und einer aus der Runde wird gebeten, etwas von seinen Abenteuern in British India zu erzählen. Er ist dort als Ingenieur unterwegs und alle wollen halt diese Schauergeschichten aus den fernen Ländern hören, in denen die Unzivilisierten halt so die Dinge machen, die man im zivilisierten Großbritannien halt nicht so macht. Ja, also die Schauergeschichten halt, ne? Und so verhält es sich auch. Er erzählt dann tatsächlich eine ziemlich, gruselige Geschichte. Und zwar ist er krank geworden eines Tages und ziemlich dolle krank geworden. Ihn hat so ein Fieber geschüttelt. Und in der Gegend, in der er damals war, haben sich so Tiere rumgetrieben, die ihm nicht haben schlafen lassen. Was, Hyänen? Weiß ich nicht mehr, weil wir es gerade mit den Hyänen hatten. Auf jeden Fall hat es ihn dann so weit in den Wahnsinn getrieben, dass er sich quasi Flinte geschnappt hat und
und losgeritten ist und versucht hat, diesen Tieren den Gar auszumachen. Ja, dieser Ritt, dieser verhängnisvolle, ominöse, der bringt ihn an einen Ort, wo er garantiert nicht hätte hinwollen, denn er wacht dann auf und stellt fest, dass um ihn herum merkwürdige Gestalten sind, die mehr tot als lebendig wirken. Und nach und nach dröppelt halt dann die Geschichte, dass er in einer Art, also ich habe es mir zumindest so vorgestellt, in so einer Art Grube gelandet ist, wo ja Inder Menschen hingepackt haben, die am Rande des Todes waren. Mhm. Und ja, aber also ganz ehrlich, so genau verstanden habe ich es nicht. Also ich habe mir so vorgestellt. Wird auch, glaube ich, gar nicht so genau erklärt, oder? Es wird so, ja, wird halt mehr so als Fakt dargestellt. Das gibt es jetzt halt ja, einfach. Ja. Ja. Also wie gesagt, da um ihn herum halt mehr oder minder lebende Tote, die alle von Krankheiten geplagt, von Altersgebrechen geplagt, gar keinen Versuch mehr unternehmen, dort herauszukommen. Es wird ihnen dann auch erzählt, dass da immer einer mal kommt und mal ein bisschen Essen da von oben runter schmeißt. Aber mehr ist es dann nicht. Und so versucht halt jeder irgendwie zu überleben. Es gibt einen Ausweg aus dem Ganzen, der führt aber über ein sumpfiges Gelände. Und am anderen Ende steht da so eine Art Patrouillenboot, das auf Flüchtende dann auch noch schießt. Also fast keine Chance, aus diesem Elend zu entkommen. Ja, und so versucht er natürlich mit seinem Diener, den hatte ich vergessen, der ist auch noch mit an Bord, zu entkommen und versucht, diese Sandkuhle hochzuklettern, aber ist alles vergeblich, keine Chance da wieder rauszukommen. Und so versuchen sie es halt dann in Richtung Fluss des Nächtens, aber da kommt dann der Treibsand und verschlingt seinen treuen Diener. Und so ist er halt emotional dann deutlich am Tiefpunkt angekommen. Bis ihm dann einer seiner Mitgefangenen anbietet, Hilfe leisten zu können gegen Gefälligkeiten, sage ich jetzt mal. Und das ist dann großer Hassliebe zwischen den beiden. Das ist ganz gut dargestellt, finde ich. Bis er dann auf eine Höhle stößt, in der ein Brite war. Also der ist auch tot mittlerweile. Das spielt dann auch noch ein bisschen mit rein. Aber also letztlich geht es eben wirklich nur darum, wie aus diesem Elend wieder herauskommen und halt wie beschrieben wird, wie schrecklich es da eben zugeht und was für menschenunwürdige Bedingungen da herrschen. Und ja, so geht es eben drum, gelingt die Flucht oder nicht? Naja, er erzählt die Geschichte, also muss die Flucht ja irgendwie gelungen sein, aber unter welchen Umständen und mit welchen Opfern, das könnt ihr gerne selber hören. Das ist erstmal eine sehr interessante Geschichte, finde ich. Ich habe immer mittlerweile meine Probleme mit diesen Kolonialgeschichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Da schüttelt es mich immer so ein bisschen, inwiefern man sowas noch erzählen kann. Ich meine, es ist in der Zeit verhaftet, ja, und dadurch, dass eben die Briten über die Inder so reden, ist es auch perspektivisch verankert, sage ich jetzt mal, weswegen es dann letztlich okay ist, so wie es dargestellt ist. Und deswegen möchte ich den Vorwurf jetzt auch nur so bedingt machen. Was mich so ein bisschen an den Storys stört, aber das hat man ja auch bei Titania gerne mal im Gruselkabinett, dass diese Erzählebene da ist. Mhm. Und ich glaube, die Story hätte natürlich viel mehr Drive, wenn die nicht da wäre. Weil dadurch weißt du ja, dass es relativ gut ausgeht. Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich klar, will man es natürlich im Original belassen. Und gibt es ja einige, die so sind, ob das der Vampir ist oder ja, also quasi alles, was Titania macht, ist ja quasi, hat ja diese Erzählebene mit drin. Mhm. Lovecraft ist ja oft mit der Erzählebene. Also von daher, es ist ja ein gängiges Stilmittel, aber es wäre natürlich viel cleverer, wenn man das draußen gelassen hätte. Und dann immer die Frage, schafft er es oder schafft er es nicht? Aber dadurch, dass er es erzählt, ist es ja klar, irgendwie kommt er schon irgendwann da raus. Mhm. Ansonsten, das Szenario ist wirklich sehr beängstigend und finde ich auch gut dargestellt. Interessant, dass man diese Story noch nicht öfter gehört hat. Also so irgendwie, also weil man kennt ja so, also gerade diese klassischen Gruselstoffe, da gibt es ja von jedem, gibt es ja 7, 8 Vertonungen, aber hier, das ist mir irgendwie noch nie begegnet. Du, ich glaube, das ist eine neue Geschichte, ganz ehrlich. Meinst ich glaube, das ist ganz keine, neu? Ich glaube, das ist kein Klassiker. Meinst du nicht? Hätte ich jetzt gedacht, ja, warte mal. Also ich sehe nur schwarze Serie, wenn ich es jetzt auf die schnelle google. Okay. Das ist jetzt nicht tiefgründig forschend. Also ich hätte jetzt getippt, dass das eine neue Geschichte im alten Gewand quasi ist. Okay. So, weil hier so, ne, also die, so ein paar der letzten Folgen waren ja auch neue Geschichten. Ja, die ist eine deutsche Autorin, die ist auch zeitgenössisch, ja. Also dann ist aber wirklich sehr gut in die Zeit verhaftet worden. Mhm, ja, also könnt ihr euch gerne mal aber gönnen. Dann kannst du deinen Kolonialismusvorwurf aber wieder machen, weil dann ist halt die Frage, muss man das
das heute noch erzählen. Ja, wobei, wie gesagt, durch die geschichtliche Verortung und die und zusätzlich, dass eben er als Engländer das zu einem englischen High Society Gruppchen erzählt, ist es ja schon verankert. Aber du, prinzipiell ist das mein Unbehagen auch immer bei diesen Geschichten, auch wenn es verortet ist, ja, ob man das noch so erzählen muss. Ja, das ist, naja, so, macht euch selber ein Urteil. Hört es euch an, es ist wirklich gruselig tatsächlich auch, ziemlich schauerig tatsächlich, wie gerade diese Verhältnisse da in dieser Grube dargestellt werden. Das geht schon an die Nieren. Ja. So. Apropos, das geht an die Nieren. Ja, auch das, ja. Denn es gibt ein neues Hörspiel nach den Comics von Ralf Rute und geschrieben mit von Ralf Rute und Heiko Hörning, die auch beide hier mitspielen, zusammen mit Marco Göllner und Eve J. Und das Ganze heißt Multiverse of Witzbild, beziehungsweise Dr. Rutes Multiverse of Witzbild. Und wir begleiten darin die Figur Rutes Thjörben Eckermann, der Außenreporter und der einen Bericht von einer Technikmesse ins Radio bringt, was also so zu einer Kombi Außenreporter und Redakteur im Studio, die also so quasi live über den Sender geht. Ja, unser Außenreporter Eckermann probiert einen Helm aus, der es ihm ermöglichen soll, in ungeahnte oder in andere Realitäten zu springen. Und wie der Titel es schon ahnen lässt, es verschlägt ihn in die verschiedenen Universen, die Ralf Rute so erdacht und entworfen hat und die auch schon Gegenstand des ein oder anderen Hörspiels waren, wie die HNO-WG, die Aquariengeschichte oder die Baumgeschichte oder auch das Klo. Also alle spielen da eine Rolle und werden in diesem Hörspiel abgefrühstückt. Und das Ganze ist leider überhaupt nicht witzig, irgendwie. Null. Das ist überhaupt nicht angegangen. Das ist ein tatsächlich so ein Parforce-Ritt durch diese ganzen Szenerien und es macht... Hast du mir leid, mir kam das so vor wie eine eigene Lobhudelei, oder? Ja, also ich fand's einfach zu... also ich kann auch nicht sagen, es war zu drüber, sondern es war irgendwie so eine bloße Aneinanderreihung der Formate, die man hat, aber... Der Witz, also ich meine, die Comics, ich liebe die ja, also das sind ja wirklich richtig gute Sachen, aber es transportiert sich einfach nicht in dieses Hörspiel. Also zu keinem Zeitpunkt war ich hier dabei, wo ich gedacht habe, ach, das war jetzt mal lustig oder das war jetzt mal originell. Also leider überhaupt nicht. Und also trotzdem, das Ding auch nur 27 Minuten lang ist, hat sich das ganz schön gezogen. Und also das war leider null. Also ich hatte Flossen und auch die HNO-WG zumindest am Anfang gehört. Das Klo hast du doch auch gehört, oder? Ja, das Klo, genau. Das Klo hatte ich doch gehört, genau. Aber also die hatten zumindest noch das ein oder andere. Du hattest ja auch die HNO-WG fertig gehört und warst ja recht angetan von. Ja, aber, ja. Ja, also zumindest war es okay. Und, war okay, ja. Aber also hier leider, nein, leider gar nicht. Nee, also bei mir auch nicht. Also das ging überhaupt nicht an mich. Ja. Mir hat auch dieser Thjörben Eckermann, ich fand den sehr unsympathisch, muss ich sagen. Und jetzt nicht wirklich sympathisch. Also so, dass der als Hauptfigur als Protagonist funktioniert. Also der ist, der hat wieder dafür, also als weder als Protagonist noch als Antagonist taugt er irgendwie. Also irgendwie ist er halt so nichtssagend. Und ist jetzt auch nicht irgendwie, dass Marco Göllner da dann noch irgendwie was Spezielles reingebastelt hätte, dass das als Hörspiel dann besser funktioniert. Nee, auch das nicht. Also hat mir nicht gefallen. Nee, lieber weiter mal. Nur am Meckern hier die ganze Zeit. Und es wird nicht besser, das ahne ich jetzt schon. Mach mal. Ja, Dreamland Grusel Folge 57 Glorias Schloss von Raimund Junker ist erschienen. Das allerdings schon recht früh. Allerdings kam es im normalen Handel bzw. im Stream erst im Juli raus, aber die CD gibt es halt schon seit Ende Mai. Aber ja, wir Normalsterbliche, die das irgendwie übers Netz hören oder so, da, wie gesagt, ging es erst an Juli in unser Ohr. Darin geht es um Ellen Seymour, die in psychiatrischer Behandlung ist. Sie hat immer wiederkehrende Albträume und die Albträume wachsen immer weiter. Also die Story, die sie träumt, wächst immer weiter und damit wächst auch immer mehr eine Bedrohung. Sie wird nämlich darin von ihren Eltern auch heimgesucht. Das hat offenbar einen realen Grund und sie flieht in diesen Träumen zu ihrer Freundin und diese Freundin hat ein Schloss gekauft, nämlich dieses besagte Glorias Schloss. Und allein das ist schon leider sehr merkwürdig, weil das halt irgendwie so da reingeflanscht ist, diese Schlossidee,
die eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Warum es ist doch ein Schlüsselhörspiel. Ja, genau, deswegen brauchen wir ein Schloss. Und also das war mir schon zu merkwürdig. Und so ist es dann auch, die Story wäre eigentlich gar nicht so unoriginell, aber sie verwässert total durch diese Dialoge, die sich so ein bisschen ziehen, die nicht zum Punkt kommen, die dann auch diese typische Groschenkrusel-Grundhaltung haben, dass diese Elemente da, wie die zusammen verknüpft sind und man ahnt schon, wo das Ganze hinläuft und es hat dann halt diese Formal, also wie gesagt, dieses Schloss, das da eigentlich gar nichts zu tun hat und dann wirklich nur so als Gruselträger so im Hintergrund schwelt, am Ende dann eigentlich eine beinharte Thriller-Story dahinter steht, die losgelöst für sich eigentlich ziemlich gut wäre. Aber dadurch, dass man die in dieses Groschengrusel-Genre transportiert, wirkt das alles sehr merkwürdig und ja, das hat mir so in der Form nicht gefallen. Ich glaube, das ist ähnlich wie beim Knochenmann. Da hat man doch einiges verschenkt, weil man dann halt irgendwie dann doch zu viel wollte, zu viel drumherum gebastelt hat und den eigentlichen Plot so ein bisschen aus den Augen verloren hat. Und ja, leider muss ich sagen, hat mich das wirklich nicht unterhalten. So, jetzt machen die Meckerfritzen erstmal eine Pause. Okay. Und wir hören uns nach. Es ist schon soweit. Es ist schon soweit, ja. Wir haben so lange gemeckert, jetzt ist auch mal. Ach, je. Mal gucken, ob es im zweiten Teil besser wird. Beim dritten ist es ja dann schon. Ich glaube schon. Das Licht am Ende des Tunnels. Aber dann werden wir hören dann. Aber es wartet noch einiges an Groschengrusel auf uns. Ja. Also schlimm und gut. Ja. Mal gucken. Also stay tuned, wie der Franzose sagt. Bleibt Thunfisch. Oh Mann. Ja, bis gleich. Bis gleich.